Das Spiel gegen den FC Barcelona wird entscheidend sein über die Managerrolle von Antonio Conte. Ein Aus in der Champions League und die bereits schlechten Ergebnisse in den letzten Wochen werden dann wahrscheinlich Conte den Job kosten. Momentan ist Chelsea Vierter in der Liga und muss jetzt im Endspurt nochmal Gas geben, da sonst die Top 4 am Ende nicht erreicht werden kann. Auf der anderen Seite sind die Katalanen in der Liga noch ungeschlagen. Die Mannschaft von Ernesto Valverde ist in dieser Saison nicht zu stoppen und hat sich im Winter nochmal mit Philippe Coutinho verstärkt, von dem ich nicht 100% ich weiß, ob er auch spielberechtigt ist. Wie dem auch sei, in der Gruppe D haben sie außerdem Juventus geschlagen und sich als Erster für die K.O.-Runde qualifiziert. Chelsea schlug zwar den FC Barcelona im Halbfinale der Saison 2011-2012, allerdings gibt es jetzt keinen Drogba, Lampard oder John Terry mehr. Deswegen stehen die Blues vor einer gewaltigen Aufgabe nächste Woche. Und aus der Sicht von Barcelona? Die wollen Chelsea natürlich direkt im ersten Spiel zerstören. Schauen wir uns jetzt 5 Gründe, warum dies auch eventuell klappen kann. Nummer 5. Der einsame Krieger Hazard findet keine Unterstützung von seinen Mitspielern. In den letzten 6 Premier League Spielen hat Chelsea nur 10 Tore erzielt und 6 davon kamen vom Belgier Eden Hazard. Victor Moses erzielte 2 Tore, während Marcos Alonso und Willian jeweils einmal trafen. Es ist schon eine ganze Weile her, dass Morata einen Treffer erzielen konnte. Nach einem brillanten Start an der Stamford Bridge hat Morata momentan Probleme. Sein letztes Tor war im Dezember 2017 und in seinen letzten 15 Auftritten in allen Wettbewerben für Chelsea hat der Spanier gerade mal 4 Tore erzielt. Giroud kam deswegen letzten Monat aus Arsenal an und hatte bisher nur ein Startdebüt für die Blues. Die Form von Pedro und Willian ist auch nicht großartig. Pedro hat in den letzten 13 Spielen für Chelsea nur 2 Tore erzielt, während Willian auf 2 Tore in 10 Spielen kommt. Wenn es nicht die Brillanz von Eden Hazard gewesen wäre, stände Chelsea vor einer größeren Katastrophe. Wie dem auch sei, Hazard kann Chelsea nicht im Alleingang retten und benötigt daher früher oder später mehr Unterstützung von seinem Teamkollegen. Grund Nummer 4. Barcelonas Angriff ist zu gut für die momentan schwächelnde Chelsea-Abwehrreihe. Lionel Messi spielt wieder eine atemberaubende Saison. Der Argentinier hat bereits 26 Tore geschossen und 11 weitere vorgelegt. Luis Suarez hat nach einem wackeligen Start wieder zu seiner Topform gefunden. Der Uruguayer hat in den letzten 13 Spielen für Barcelona 13 Mal getroffen. Die Ankunft von Philippe Coutinho und die Rückkehr von Ousmane Dembélé nach seiner Verletzung werden daher Ernesto Valverde weitere Möglichkeiten für seinen Angriff geben. Auf der anderen Seite zeigt die Abwehrreihe von Antonio Conte große Schwächen. David Luiz kämpft momentan mit sich selber und Antonio Rüdiger hatte auch schon mal bessere Tage. César Azpilicueta ist der einzige, auf dem sich Conte verlassen kann und Christensen ist außer Form, nachdem er in dieser Saison insgesamt 30 Spiele für die Blues bestritt. Gary Cahill wurde nach einer schwachen Leistung gegen Watford im Spiel gegen West Bromwich auf die Bank gesetzt. Nummer 3. Antonio Conte ist sich seiner besten Elf nicht sicher. Die jüngsten Ergebnisse haben Conte selber überrascht, was seine beste Startelf anbelangt. Er hat die Truppe jetzt während der Wintertransferperiode mit Giroud, Barkley und Emerson verstärkt. Azpilicueta ist momentan der einzige Kandidat für die Startelf in der Abwehrreihe. Im Mittelfeld ist es noch unklar, wer Conte unterstützen wird. Fabregas spielte das letzte Spiel, während Bakayoko die vorherigen 2 Spiele bestritt. Zappacosta darf bestimmt wieder auf der rechten Außenbahn starten, während Alonso und Moses sich um die linke Seite streiten dürfen. Im Angriff denke ich, dass Pedro mit Hazard entweder mit Giroud oder Morata den Sturm bilden. Giroud machte letzte Woche sein Startdebüt, wurde aber nach 60 Minuten wieder ausgewechselt. Morata hat die Erfahrung für die großen Spiele, aber Girouds Fähigkeit, den Ball lange zu halten, wird wahrscheinlich Conte dazu zwingen, ihn aufzustellen. Aber bis jetzt weiß Conte selber nicht, wer nächste Woche gegen Barcelona antreten wird. Grund Nummer 2. Barcelona wird sicherlich das Mittelfeldduell gewinnen. Das Mittelfeldspiel zu dominieren kann spielentscheidend im Fußball sein. PSG hat dies in der vergangenen Saison zu Hause beim 4:0-Sieg gegen Barcelona gezeigt. Adrien Rabiot, Blaise Matuidi und Marco Verratti dominierten das Mittelfeld und gaben André Gomes, Andres Iniesta und Sergio Busquets keine Chance. Nach der Ankunft von Ernesto Valverde aber ist das Mittelfeld nicht mehr dasselbe. Ivan Rakitic ist in einer guten Form, während Sergio Busquets eine gute Saison spielt. Auf der anderen Seite schafft es Chelsea nicht mehr, das Mittelfeld wie in der letzten Saison zu dominieren. Kante sieht übermüdet aus, während Bakayoko auch nicht sonderlich gut spielt. Danny Drinkwater hat nur einmal in diesem Jahr gespielt. Mit nur 2 Toren und 5 Vorlagen in 33 Spielen hat Fabregas auch eher eine mittelmäßige Saison. Alles in allem wird es Chelsea sehr schwer fallen, mit der Geschwindigkeit und die Präzision des Barcelona Mittelfelds mitzuhalten. Und der letzte Grund wäre die momentane Form des FC Barcelonas. Die Blaugrana haben kein Spiel in dieser Saison verloren, während Chelsea bisher 6 Spiele in der Premier League und ein Spiel in der Champions League verlor. Barcelona geht in das Achtelfinale mit einer weit besseren Form als die des FC Chelseas.
Die Blues schwächeln in den letzten Wochen konstant. Sie mussten einige schwere Niederlagen zu Hause und auch auswärts gegen schwächere Premier League-Mannschaften hinnehmen. Sie wurden vor einigen Wochen zum Beispiel von Bournemouth an der Stamford Bridge mit 0:3 besiegt und Watford schlug sie ihr letztes Mal mit 4:1. Auch wenn der FC Barcelona nicht wie sonst unter Pep Guardiola oder Luis Enrique mit viel Angriffsfußball spielen, werden sie trotzdem unter Ernesto Valverde mit einem defensiven Ansatz gute Ergebnisse erzielen. Mit 7 Punkten Vorsprung auf den Tabellenplatz 2. Atletico Madrid liegen sie außerdem an der Spitze der spanischen Liga. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, was sich Conte einfallen lässt. Meine Frage des Tages an euch wäre, denkt ihr Chelsea hat gegen den FC Barcelona eine Chance? Lasst doch euren Tipp in die Kommentare und wie immer Daumen hoch und ein Abo dalassen, falls euch das Video gefallen hat. Ich sage ciao und wir hören uns am Montag bei InSports 1 gegen 1.